Liebe Brüder und Schwestern, Jesus gibt den Seinen, seinen Jüngern und durch sie auch uns am Abend vor seinem Leiden, ja beim Abschiedsmahl, wo er das Priestertum einsetzt, das Geheimnis der heiligen Eucharistie, sein neues Gebot. Wir haben es soeben im Evangelium gehört. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Ja, wie hat Gott uns geliebt? Wie zeigt sich die Liebe Jesu zu uns? Er gibt sein Leben für uns hin. Er wird für uns zum Brot, zum Wein, um unsere Speise zu sein. Er möchte sich ganz mit uns verbinden in diesem Geheimnis der heiligen Eucharistie, weil er immer bei uns, mit uns, in uns sein möchte. Nein, Gott ist nicht weit weg von uns, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, er ist fern, wir sind allein. Gott ist immer bei uns, immer in unserer Nähe. Er kommt zu uns, um in uns Wohnung zu nehmen. Jesus, er ist immer da für uns. Er ist der Ich bin da, so heißt es auch in der Schrift. Dieser eine dreifaltige Gott, er ist bei uns, in uns. Wir sind zur Wohnung Gottes geworden, schon in der Taufe. In der Firmung erfüllt uns immer neu diese Kraft des Heiligen Geistes. Ja, lassen wir uns neu erfüllen vom Geist Christi, vom Geist seiner Liebe. Jesus spricht von seiner Verherrlichung. Ja, was er Verherrlichung nennt, das nennen wir oft Erniedrigung, Schmach, die Schmach des Kreuzes, die Bitterkeit des Leidens. Jesus nimmt aus Liebe das Kreuz auf sich. Er leidet aus Liebe zu uns. Er leidet alle Ungerechtigkeit. Er trägt die Last unserer Schuld. Er lässt sich unter die Verbrecher rechnen, lässt sich ungerecht verurteilen, um uns die unermessliche Liebe des Vaters zu offenbaren, neu zu zeigen. Ja, bitten wir Jesus, er möge uns stärken, dass wir seine Liebe erkennen, seine Liebe zu uns und sie aufnehmen mit Dankbarkeit, mit Freude. Jesus hat für uns den Tod besiegt. Er ist für uns auferstanden. Er ist unser Leben. Für jeden ganz persönlich möchte er Auferstehung, Leben sein. Der Lesung haben wir gehört, aber es ist nicht so einfach, in das Reich Gottes zu kommen. Durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen, schreiben die Apostel in der Lesung. Drangsale warten manchmal auf jene Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihm vertrauen. Aber dennoch, der Herr ist bei uns, er stärkt uns. Auch wenn wir in dieser Treue zu ihm auch das Kreuz tragen müssen, es führt nur über das Kreuz dieser Weg zum Leben, zum Heil. Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst und er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Aber wir müssen diese Last nicht allein tragen, sondern Jesus, er stärkt uns mit seiner Gnade. Er trägt mit uns und wir mit ihm. So wird schon etwas von dieser neuen Wirklichkeit des Reiches Gottes unter uns gegenwärtig. Dieser neue Himmel und diese neue Erde,
von der die Lesung aus der Offenbarung des Johannes spricht. Die Welt wird schon umgestaltet, wird schon verwandelt durch Jesu Leiden, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung und durch unseren Glauben, unser Vertrauen an ihn. Ja, wir vertrauen dem Herrn, seiner rettenden Macht und Güte, der Macht seines Kreuzes, seines Opfers und seiner Auferstehung. Er setzt für uns das Opfer des neuen Bundes ein, das Opfer seines Leibes und Blutes, die Eucharistie, die wir feiern bei jeder heiligen Messe, damit der Herr uns neu stärkt, neu erfüllt mit seiner Liebe. Dieses neue Gebot des Herrn können wir nur mit seiner Hilfe verwirklichen, einander so zu lieben, wie er uns geliebt hat, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, nicht Aug um Aug, Zahn um Zahn, sondern so wie Jesus zu handeln, der immer vergeben hat, der überreich ist an Barmherzigkeit. Es heißt in der Schrift, würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen? Aber Gott beachtet unsere Sünden nicht, wenn wir mit reumütigem, demütigem Herzen zu ihm kommen, wenn wir unsere Sünden hineinlegen in das Bußsakrament, wenn wir zur Beichte gehen. Er spricht uns frei von aller Schuld. Er schenkt uns Anteil am göttlichen Leben, damit wir wirklich als Kinder Gottes leben können. Denn der Herr ist treu in all seinen Worten, so heißt es auch im Psalm, voll Huld, voll Erbarmen in all seinen Werken. Ja, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Nur weil er uns liebt, weil er uns seine Barmherzigkeit schenkt, weil diese Barmherzigkeit der Grund unserer Hoffnung ist, können wir aufleben, können wir uns freuen, können wir aufatmen, haben wir Hoffnung und Zuversicht über alle Schwachheit, über alle Gebrechlichkeit, ja, über den Tod hinaus. Nein, wir müssen keine Heiligen sein, wir müssen nicht perfekt sein, fehlerlos, aber wir sollen mit ehrlichem Herzen zum Herrn kommen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir nicht zu Heuchlern werden, dass wir uns nicht so geben nach außen hin, als wären wir ganz anders, als wir wirklich denken und sind. Denn wir dürfen dem Herrn vertrauen. Gott möchte aufrichtige Menschen. Er möchte unser Herz uns erfüllen, uns befreien von aller Schuld, uns zu Hilfe kommen. Schlimm ist es, wenn in der Kirche Amtsträger sozusagen anders reden, als sie leben, anders predigen, als sie sich verhalten, wenn ja Wort und Leben auseinanderklaffen, auseinanderdriften, dann wird man unglaubwürdig. Und auch in der Politik, wir erfahren es in diesen Tagen, wenn Politiker anders reden, als sie handeln, wenn sie unglaubwürdig werden, auch das ist furchtbar. Ja, wir brauchen, nein, keine perfekten Menschen, keine perfekten Heiligen, keine fehlerlosen Menschen, sondern wir brauchen Menschen, die ihrem Gewissen folgen, die auf den Herrn vertrauen und die sich bemühen um Ehrlichkeit, um Gewissenhaftigkeit, ja, um diese Verantwortung, die sie für sich selber, für die eigene Seele, aber auch für die Menschen haben. Ja, möge der Herr unsere Seele stärken, erneuern. So wollen wir in dieser heiligen Messe um diesen Geist Gottes bitten, um diesen Geist der Liebe, der Wahrheit, der Weisheit, damit er uns stärke, ja, damit er unser Leben erneuere und damit wir wirklich Zeugen sein können für Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, Zeugen für den Glauben, für das Evangelium Gottes. Amen.